Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ist doch nur What. Heute sind wir mal mit einem ganz besonderen Schätzchen unterwegs. Lange wurde er angekündigt, jetzt zur Gamescom wurde er released und ich konnte mich tatsächlich nicht zusammenreißen und habe ihn mir käuflich erworben, den VK7501K. Da steht das gute Stück seines Zeichens 8er Premium der Deutschen. Ich habe ihn schon ein bisschen angemalt, ein bisschen hübsch gemacht für die Schlacht. Und ausgerüstet und werde ihn mal, weil ich schon davon ausgehe, dass ich jetzt, wenn ich jetzt Frontline spiele, tatsächlich auch mal sterben werde, werde ihn mal im direkten Vergleich ziehen zum Löwen. Mu hat das ja mit dem Mauerbrecher getan. Ich denke, die beiden sind nicht so richtig vergleichbar. Deswegen würde ich gern mal diesen Schritt wagen hier und die beiden vergleichen und dann schauen, wie das Verhältnis dort ist. Alles in allem, ja, ist es ja im Prinzip ein kleiner VKB, mit dem ich sehr, sehr gut zurechtgekommen bin. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Der Schnaps-Schriftzug wurde ja hier leider entfernt, das verurteile ich aufs Schärfste. Also ich prangere das an, das geht so nicht. Ich habe wollte den extra haben wegen dem Schnappschriftzug und jetzt machen die den weg. Also unmöglich. Na egal. Ist ja ab 12. Also das Spiel, nicht der Panzer. Ja, nicht lang rumlabern. Wir spielen Frontline. Ach so, jetzt hätte ich noch die Reserven. Ach, scheiß drauf. Ist ja nur eine Runde. Hey, wir sind Top-Tier. Super. So, neue Karte wie angekündigt, ich sehe es, ja, super. So, na dann schauen wir mal. Gucken, ob ich das überhaupt noch kann. Ich habe es tatsächlich, in der ersten Season habe ich es gespielt, deswegen steht da eine 22. Ansonsten danach nie wieder. War ja unbedingt scharf auf diesen Emil, aber ach, dieses Gegrind und dann musst du auch noch arbeiten und hast unter der Woche keine Zeit. Kommen auch noch die Kinder und wollen beschäftigt werden. Unglaubliche Vorfälle hier. Man keine Zeit zum Zocken. Hallo. So. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich gleich da reinpushen sollte. Oder ob wir uns nicht erstmal dezent zurückhalten. Sektor A ist immer so eine Sache. Wäre da gerne woanders jetzt gelandet. Ah, wir schauen mal. Ganz in Ruhe, entspannt. Wir haben 226 Pen auf der AP, beziehungsweise haben wir hier noch APCR dabei mit 263. Das ist für ein Heavy okay. Das reicht aus. Mit der Genauigkeit mache ich mir ein bisschen Gedanken. Hab mir jetzt auf 37 gepusht. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Aber, ja, ein vernünftiges 12-8er Geschütz. Das ist halt nicht das Genaueste, das wissen wir. Scheißen wir drauf. So. Ja, also nicht. Ah, offen, das ist nicht gut. Mal Deckung vor der Arti suchen, die wird garantiert gleich einschlagen. Ah, ja. Guck. Ja. Guten Tag, liebe Arti. Allein dafür hat sich schon gelohnt. Man kann pro Ghettos damit jagen. Ran. Turm könnte sich ein bisschen schneller drehen, aber ist halt auch schwer, ne? Munitionslager beschädigt. Ah, ja. Wurde getroffen?
Sieht man gar nicht. So, da komme ich nicht ran. Es ist immer schade, wenn das eigene Team einen so gar nicht unterstützen möchte. Ich muss hier weg. Warum repariere ich denn die Kette? Ich, fuck. Ja, der trifft den Turm. Mann, wenn das Team mitspielt, das ist super. Ne? Also, was willst du gegen so eine Überlegenheit machen? Das ist natürlich Asche. So kann man richtig gut testen. Aber die Panzerung ist was wert. Das ist schon mal... Das ist schon mal schön. Tiger 2... Ernsthaft, Leute, das ist doch Mist hier. Ja, das war klar. Wie gesagt, wenn das Team so verkackt, ja, und hier oben gar nichts macht, hier keinen Druck aufbaut, dann kriege ich einfach nur Asthma. Ja, und genau da lassen wir uns jetzt droppen. Wo ist mein Löwe? Direkter Vergleich. So war es ja gedacht. Los geht's, na denn. Man muss immer noch das Ziel abwählen, um überhaupt erstmal ins Gefecht zu kommen. So, also jetzt haben wir schon mal glänzend verkackt mit dem neuen Vehikel. Ja, das sollen die da drüben machen. Ich habe da keinen Bock drauf. So, ihr seht's, auch der Löwe ist typisch deutsch. Groß, schwer, unbeweglich. Aber Nachladezeit ist wesentlich kürzer. No enemies here. Bin jetzt natürlich nicht schnell genug, um mal eben auf Zone C zu wechseln oder A. Deswegen werden wir hier vorfahren Richtung E. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so spannend. Das ist blöde. Aber bin guter Dinge, dass wir lange noch überleben, um nochmal VK fahren zu können, weil das war jetzt nicht so ganz befriedigend, da einen Treffer zu setzen. Auch wenn wir schon ein bisschen was fürs Team getan haben. Ja, Zone A ist komplett im Arsch da, also weiß ich nicht, was das soll. Wir könnten höchstens von der anderen Seite nochmal probieren, ranzugehen. Ist bereit. Aber dann komme ich ins Kreuzfeuer, ist auch blöde. Kreuzfeuer ist jetzt auch irgendwie dämlich. Ne, ich fahr durch. Vielleicht kommen wir gleich in die Stadt rein. Sieht mich ja einer. Ja. Was willst du da machen, wenn die ungestraft einfach in den Sektor fahren können? Das ist unglaublich. Unglaublich, was hier abgeht. Die können ungestraft in den Sektor fahren, es passiert gar nichts. Mein Gott, wie soll man da vernünftig... Es ist doch echt eine Frechheit. So, jetzt müssen die sich zumindest mal Gedanken machen, wie sie aus dem Sektor kommen. Das ist schon mal schön. Aber nützt mir jetzt trotzdem herzlich wenig. Haben sie beschädigt? Der ist abgeprallt.
Es hilft einem niemand. Am Arsch, Beförderung. Am Arsch. Seht ihr, und genau deswegen habe ich keinen Bock mehr auf diesen Spielmodus. Weil es doch einfach nur... Was soll dieser Scheiß? Ich hab's erobert und muss es trotzdem immer noch zurückerobern. Ich komme nicht mal an die Front, ohne unter Feindbeschuss zu geraten. Weil irgendwelche Vollidioten, jetzt muss ich es echt mal so sagen, meinen, hier nach vorne fahren zu müssen, ohne Sinn und Verstand, ohne den rückwärtigen Raum abzusichern. Mein Gott. Was für ein Spielspaß. Hurra, hurra. Sicher hätte ich es jetzt schlauer anstellen können. Mich ein bisschen im Hintergrund outspotten, bla bla. Ist doch kacke, Mann. Dass man sich überhaupt mit so einem Scheiß aufhalten muss. So. Jetzt muss ich anderthalb Minuten warten, bevor ich wieder in irgendeinen Panzer steigen kann. Sektor A ist immer noch nicht erobert, weil die Deppen es hier nicht auf die Reihe kriegen. Die Arti ist da sogar alleine. Ah, den Sektor haben wir mittlerweile auch, das ist schön. Das ist eh der spannendste Sektor hier, F. Absolut, absoluter Horror für einen Angreifer. Viel zu gut zu verteidigen. Ja. Ist auch meist der letzte Sektor, der fällt. Genauso Sektor Dora, Delta, was auch immer. Aber wir sind schon an den Turm. Ein Hoch auf Radpanzer und schnelle kleine Mistkäfer. Ja, super Test, läuft richtig gut. Naja, was soll's. Nee, ich darf wieder in den Panzer steigen? Ist ja der Knaller. Bereit zum Einsatz. Ja. Hier geht gar nichts. Könnte man eigentlich mal... Ach, ich mach's einfach mal. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip fahren wir jetzt da rein. Gott sei Dank waren noch welche. So schlau. Ist viel zu schnell. Ich vergesse, die DPM runterzuschalten. Gucken, ob hier noch einer rumlungert. LTTB. Der braucht Hilfe, alles klar. Zwei anderen. S3 Alpha, Pantera. Eieieiei. Ziel 1 erreicht. Zone F wurde erobert. Zusätzliche Zeit erhalten. Nehmen. Luftaufklärer ist bereit. Mensch. Ist das albern? Ist das albern? Komm, wo bleibt der S3 Alpha? Yeah.
das hin? Ja, natürlich auf mich, auf wen sonst? Ach komm, ernsthaft jetzt? Ist doch... Natürlich. Kriegt man da Bock auf Spielen? Kriegt man richtig Bock. Boah, alter Vater. Ja, die ist richtig. No possible. No possible. Und schon wieder muss ich warten. Ich stelle mich heute echt zu dämlich an. Oder wirklich von allen verraten und verlassen hier. Ist doch echt grausam, was hier abgeht. Guck dir das doch mal an. Konzentrieren sich alle auf da oben? So, selbst wenn ich jetzt mich in Sektor E spawnen lasse, bin ich am Arsch der Welt. So, und dann muss ich mich gegen Skoda T27 hier... Ach nee, doch nicht mehr. Gut. Arschlecken 3000, wirklich wahr. Ja, also dann doch lieber random. So eine Frontline-Erfahrung, ehrlich. Nö. Einfach nö. Ich werde mal nochmal in die VK steigen, hier in Sektor A. Einfach, weil es so schön idiotisch ist. Und dann... Das Match hier ist eh gleich durch, nehme ich mal an. So, guten Tag, da bin ich. Mal zusehen, dass ich hier... So lange wie möglich unbehelligt bleibe. Unser General hat das Feld betreten. Na, herzlichen Glückwunsch. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass sie versuchen, daran zu kommen. So, also im Random, denke ich, wird er auch effizienter sein, der VK hier. Ganz einfach. Der Geschwindigkeit geschuldet, weil die Karten im Random ja deutlich kleiner sind. Na? Nicht zu lange stehen bleiben, nicht, dass die Arte hier wieder einen Grund hat zu ballern. Ah ja, genau. Der Type 59 hat die Möglichkeit, er hat die Ruhe und die Möglichkeit, von hier, von der Mitte der Karte auf mich zu schießen. Da stellt sich doch schon Fragen. Was macht denn da, Team? Mein Gott, ey. So, Udo, wo bist du? Raus. Sau. Wo ist die Udesratte? Reserve beflügeln ist bereit. Gegner getroffen. Ziel 3 erreicht. Denkst du, Puppe? Nicht mit mir. Nein.
Hab ich noch ein bisschen Schaden gemacht, Mensch. Sergeant, ich bin ja so ein geiler Typ. Haha, scheiße da. Ah, guck mal, jetzt sind sie alle da. So ein Bullshit, wirklich. Gut, dass ich keine Reserve gezündet habe. Das hätte mir echt leid getan. Yay! Leck mich. So, natürlich ganz unten. Naja, nicht ganz. 92.000 plus, das ist ja wenigstens was. Wie viel hat der VK gemacht? 41.000 plus, okay. Hat auch den meisten Schaden gemacht, mit Abstand. Oh, doch nicht. Mit dem Progetto war ich dann doch ein bisschen besser als gedacht. Ja, ist natürlich nichts, worüber man reden muss. Nichtsdestotrotz halte ich den für einen ganz brauchbaren Panzer, für einen echten Heavy, für einen echten Heavy, der auch mal gegen 10er bestehen kann. Nicht im 1:1, aber doch als Unterstützer mitwirken kann. Und wenn er dann eine APCR durchlädt, auch mal richtig Aua macht mit 490. Die 12-8er, ich sage ja, auf jeden deutschen Panzer gehört eine gute 12-8er. Das gehört sich so. Ja, bin so recht zufrieden mit dem Auto. Wie gesagt, die Seiten sind empfindlich. Das ist beim VKB genauso. Das ist Standard. Gerade hier, diese kleine Ecke ist dann, wenn man ein bisschen overpaced, also hier zu stark anwinkelt, ist das natürlich ein beliebter Weakspot, keine Frage. Unterwanne verstecken, typisch deutsch. Turm ein bisschen aufpassen auf die Bäckchen hier. Auch das ist typisch deutsch. Kommandantenluke brauche ich nichts zu sagen. Passt schon. Arti ist so eine Sache. Da das Engine Deck ja vorne ist, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, so pervers das klingt, mit unserer Kanone das Engine Deck ein bisschen besser zu schützen, als es ein Panzer könnte, der das Engine Deck hinter der Kanone hat. Demzufolge besteht zumindest, wenn auch eine minimale Chance, mit der Kanone den ganzen Panzer zu schützen, weil die Kanone ja selber zwar Struktur darstellt, ich glaube bis hier oder so, also bloß bis zur Hälfte, aber selbst keinen Schaden nehmen kann, also keine Strukturpunkte abgezogen kriegt, wenn das Ding beschädigt wird. Wenn also die Mumpel hier auftrifft, die HE-Mumpel, hier aufs Engine Deck, Quatsch, nicht auf die Kanone, wird der Sprengradius hier ermittelt, aber es kann nicht durchschlagen. Ihr habt keinen Durchschlagstreffer. Ne? Ihr werdet zwar Schaden nehmen, keine Frage, weil ja eben durch den Sprengradius, ne, wie HE eben funktioniert, wird geschaut, wie viel Schaden dann entsteht, aber es gibt keinen Durchschlagstreffer und das ist wieder ein Vorteil. So. Alles in allem hoffe ich, ihr hattet trotzdem Spaß. Wenn ich am Gefecht dann an meinem Gefluche, dann wünsche ich viel Spaß beim selber ausprobieren, selber grinden und in den Wahnsinn getrieben werden. Genau wie heute bei Ist doch nur What. Tschüss, euer Kenny.